Jo, was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wieder ein All-Time-Best versus All-Time-Best-Team. Das Video wird natürlich wieder von OneFootball unterstützt. Ja, das letzte Video, sag ich mal, ist okay angekommen. Die, die sich das angeschaut haben, fanden die Idee ganz nice. Ob ich das noch weiterführen werde, weiß ich noch nicht. Aber ich wollte euch auf jeden Fall noch eine Folge zeigen mit Spielern, die ihr euch safe wünscht, dass die im FIFA drin wären. Das sind viele deutsche Ikonen. Die haben sich viele, oder zumindest wir in Deutschland, uns schon sehr oft gewünscht, dass die in FIFA mal rankommen würden. Wie ihr es aus dem Titel entnommen habt, All-Time-Best deutsche Nationalmannschaft gegen All-Time-Best niederländische Nationalmannschaft. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Ich stelle euch meine All-Time-Best deutsche Nationalmannschaft vor. Man muss hier kurz erwähnen, nicht alle Spieler habe ich online gefunden, aber ich denke, die wichtigsten habe ich hier gefunden. Wir fangen mit dem Torwart an und das ist Oliver Kahn. Für mich ist das einer der Ikonen oder die Legenden, die ich unbedingt mal in FIFA sehen würde. Ihr wisst, ich mag Oliver Kahn so von seiner Persönlichkeit her und hier hätte ich ihn jetzt eine 93er Prime-Version gegeben. Ihr müsst auch gleich mal in-game drauf achten, wie die Gesichter gemacht sind. Die sind richtig gut gemacht. Man erkennt, dass es Oliver Kahn ist. Manche würden jetzt hier vielleicht sagen, Sepp Maier würde bei mir reinkommen. Ich bin einfach, ja, ein Oliver Kahn-Fan, deswegen habe ich ihn hier reingetan. Davor haben wir Paul Breitner. Ihr seht, er ist ein ZDM-Spieler. Ich habe leider keinen Innenverteidiger gefunden. Ich denke mal, so ein Matthias Sammer hätte hier reingepasst. Den habe ich leider nicht gefunden, nur Paul Breitner. Aber ich denke, der hat auch hier Stats, um als Innenverteidiger zu spielen. Und leider kann ich hier auch irgendwie nur die 4-2-3-1 einstellen und nicht eine 4-2-2 oder so, weil wir eigentlich hier keine Flügelspieler drin haben. Ja, daneben haben wir einen guten Franz Beckenbauer, haben sich auch viele gewünscht. Ich denke, 95 Rating wäre in Ordnung für einen guten Kaiser. Was würdet ihr das sagen? Guckt euch mal die Stats an. Also der wäre safe mit einer der besten Innenverteidiger in FIFA. Franz Beckenbauer, meiner Meinung nach, ja, gehört er da irgendwann mal wieder dazu, dass er mal in FIFA als Ikone spielbar wäre. Und hier sowieso in der All-Time-Best deutschen Nationalmannschaft. Daneben haben wir Andy Brehme. Der war, glaube ich, auch schon bei FIFA mal dabei. Also für die Linksverteidigerposition ist jetzt nicht unbedingt die Prime-Version. Ich würde mal sagen, das ist die mittlere Version vielleicht hier. Und rechts haben wir den guten Philipp Lahm, ja, 90er Version, denkt ihr, das ist fair? Ich denke schon, 90er Prime Version Philipp Lahm, ja, würde ich auch gerne mal mit FIFA sehen und ich denke, das ist schon mal die Abwehr, sieht sehr, sehr stabil aus. Davor haben wir zwei Spieler, die kennen wir schon aus FIFA Ultimate Team, einen guten Michel Ballack und daneben den guten Loda. Davor haben wir einen Spieler, den haben sich safe viele gewünscht, dass er mal in FIFA zu sehen ist und das ist der gute Gerd Müller. Ja, vielleicht nicht als 92er Version, vielleicht 93er Version, ich weiß nicht. Was würdet ihr ihnen geben als Prime Version? Ich habe jetzt mal hier eine 92er Version rausgeholt. Ich habe ihnen eigentlich sehr, sehr gute Stats in Physics, Tempo, Schießen gegeben. Dribbling ist auch ganz gut, passt ein bisschen schlechter und halt keine Defense, da kam irgendwie eine 92er Version raus. Was würdet ihr sagen, Gerd Müller? Ich glaube, das haben sich viele gewünscht, dass er mal in FIFA zu sehen ist. Ja, links haben wir den guten Rudi Völler, ja, mit den Locken hier. Man kennt ihn ja noch, der eine oder andere Hase, auch noch als Trainer. Gute Rudi Völler. Und vorne haben wir den guten Miroslav Klose, ja. Einfach aus Ultimate Team übernommen, 89er Version. Und rechts haben wir nochmal den guten Karl-Heinz Rummenigge, ja. Auch 91er Karte hier. Ich denke, ich habe hier wirklich mit die Besten rausgeholt. Natürlich, Uwe Seeler wäre eine Idee. Bertie Fuchs. Wie gesagt, Jürgen Köhler, Matthias Sammer, die habe ich leider online nicht gefunden. Deswegen habe ich diese Spieler hier ausgesucht. Und auf der Bank haben wir nochmal ein paar Spieler drauf, wie zum Beispiel Jens Lehmann, den guten Schweini, ja, Jürgen Klinsmann, den kennt ihr bestimmt auch noch, der ein oder andere Hase. Ich hätte ja auch noch gerne Oliver Bierhoff, Thomas Hessler vielleicht hier draufgestellt, aber wie gesagt, habe ich alle leider nicht gefunden. Den guten Pauli haben wir am Start. Ob der mal eine Icon-Karte bekommt? Ich glaube eher nicht. Ah, nochmal hier drei Spieler drin, die potenziell später eine Ikonenkarte haben können. Manuel Neuer, Hummels und Reus. Je nachdem natürlich, was sie alles erreichen werden, ja, können die auch noch eine Ikonenkarte bekommen. Dann würde ich sagen, das war meine All-Time-Best deutsche Nationalmannschaft. Gehen wir rüber zu der niederländischen. So, meine Freunde, jetzt sind wir bei der niederländischen All-Time-Best Nationalmannschaft. Im Tor brauchen wir nicht diskutieren. Van der Sar, ja, ich glaube, das ist safe, ja, dass der drin steht in der All-Time-Best niederländischen Nationalmannschaft. Dann in der Innenverteidigung haben wir einmal Franck de Boer, den guten Boy. Daneben haben wir, vielleicht kennt den ein oder andere noch, Jeb Stam,
Jeb Stams hier am Start. Ja, ist jetzt nicht unbedingt die Prime-Version von den beiden, habe ich halt so gefunden. Auf der Linksverteidigerposition haben wir den guten Van Bronckhorst. Vielleicht kennt der eine oder andere ihn auch noch durch ein, zwei Longshots-Clips. Auf der rechten Verteidigerposition haben wir den guten Kürmann. Ja, der war ja schon bei Real gegen Barca dabei. Ich denke, der gehört safe auch hier dazu. Und davor haben wir zwei Spieler, die kennt man, Rolit und Rijkaard. Ja, die beiden kennt ihr schon von Ultimate Team. Hier vorne haben wir den guten Johan Neeskens. Den habe ich in vielen Predictions gesehen oder viele Top 11 der, der niederländischen Nationalmannschaft. Deswegen habe ich gedacht, ey, der muss dann auch hier rein. Und die anderen drei Spieler vorne kennt ihr auch. Johan Cruyff. Dann habe ich hier mich für Van Basten entschieden. Man hätte vielleicht auch hier, weiß nicht, Van Nistelrooy oder Bergkamp reintun können. Und da kann man vielleicht drüber diskutieren, aber ich habe hier auch noch Arjen Robben reingetan. Ich denke, der hat auch die letzten Jahre sehr, sehr gut rasiert. Und wenn wir jetzt dann noch auf die Bank gehen, meine Freunde, haben wir Robben, Van Persie, Bergkamp, Van Nistelrooy, Overmars, Kluivert, Seedorf und den guten Edgar Davids. Ja, leider hat es nicht gereicht für die Nationalelf, aber ihr kennt ihn, würden auch viele sich freuen, wenn der in FIFA so spielen gäbe mit seiner, ja, mit seiner Brille hier. Ja, Bastos könnte vielleicht früher oder später auch mal eine Ikonenkarte in FIFA sein. Wäre lustig, wenn EA sowas immer raushauen würde. Wir haben Cocu, Reiziger, haben es leider nicht geschafft. Und Van Dijk wird früher oder später wahrscheinlich auch irgendeine Ikonenkarte bekommen, wenn er weiter so rasiert. Und dann würde ich sagen, ja, das waren die All-Time-Best deutschen Nationalspieler und niederländische Nationalspieler. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt hier in One-on-One rein. Leider kann man hier nicht die WM simulieren, falls einer weiß, wie das geht. Dann ja, gerne in den Kommentarbereich und natürlich gerne auch in den Kommentarbereich, ob es euch gefällt. Dann würde ich vielleicht hier und da mal, wenn ich Zeit habe, noch eine nächste All-Time-Best raushauen. Viele haben nach AC Milan gegen Inter Mailand gefragt, habe ich gesehen in den Kommentarbereich. Und ja, wen hättet ihr vielleicht hier reingetan, anstatt den und den? Ja, wie gesagt, manche Spiele habe ich nicht gefunden, deswegen kamen die nicht hier rein. Aber ich denke, im Großen und Ganzen habe ich das gut getroffen. Dann würde ich sagen, gehen wir rein im One-on-One zwischen Deutschland und Niederlande. Ja, Freunde, wir sind hier im Spiel 1 gegen 1. Nur ein Spiel wird alles entscheiden. Wir sehen hier die niederländischen Spieler. Wir gucken mal jetzt in-game, wie die Spiele aussehen. Wie gesagt, ich finde, die sind sehr, sehr, sehr gut gelungen. Ihr könnt ja kurz selber gucken. Hier sehen wir Klose, Gerd Müller. Erkennt man ultra sofort. Das müsste Rudi Völler sein mit seinen Locken. Das müsste Rummenigge sein. Der Lodder, Ballack, Breme, Beckenbauer. Und daneben haben wir den Paul Breitner gesehen mit seinen Locken. Vielleicht sehen wir gleich nochmal Oliver Kahn, der ist auch sehr, sehr gut gelungen. Robben hier, Cruyff, das müsste Neeskens sein, so, und das ist Van Basten. Hier sehen wir nochmal alle deutschen Spieler auf einen Blick. Seht ihr, oh, hier links, Oliver Kahn. Alter, das sagt mir, seid ehrlich, ist gut gelungen, ist sehr, sehr gut gelungen. Dafür, dass es wieder nicht von EA Sports gemacht ist. Hier sehen wir die Niederländer. Oh, Rolit, oh, ein Riese. Alter, Rijkaard hinten auch ein Riese. Ja, dann würde ich sagen, schnacken wir das so lange, wir starten ins Spiel, mal gucken, wer als Sieger rauskommt. So, Lotta schickt den guten Breme und, Klose direkt hier mit dem Kopfball, Jungs. So kennt man ihn, leitet weiter auf Cruyff. Cruyff nimmt hier den guten Van Bronckhorst mit, der schickt mal Cruyff und hier jetzt die Flanke. No way, no way, Freunde, Neeskens köpft hier direkt rein. Ihr seht direkt, Oliver Kahn komplett außer sich. Direkt, was ist hier los? So kennen wir den Olli. Da konnte er, glaube ich, nichts machen. Das war, ja, zu gut. Zu nah am Tor, dieser Kopfball. Gucken wir nochmal hier in der Wiederholung. Schöne Flanke von Cruyff. Ah, ja, das war zu gut gemacht, Jungs. Also, da muss man sagen, kann man Beckenbauer, glaube ich, keine Schuld geben und auch Oliver Kahn keine Schuld geben. Das war einfach zu gut rausgespielt. Aber Deutschland immer noch im Ballbesitz. Jetzt Völler auf Michael Ballack. Jetzt vielleicht, wenn es schnell geht. Rummenigge auf Gerd Müller. No way, Jungs. Was macht Gerd Müller da? Hat er das schon mal in seiner Real-Life-Karriere sowas gemacht? Er fliegt den Ball hoch. A la FIFA 19 O-Penis. Und volleyt den in die rechte Ecke. Van der Sar ohne Chance. Ja, und damit haben wir das im Ausgleich. Gucken wir das mal hier ganz in der Wiederholung an. Zack. Oh, no way. So, da haben wir den guten Lodder Matthäus. Bei der zweiten Ecke für Deutschland. Vielleicht wird die diesmal besser geschlagen. Die kommt besser. Rummenigge. Karl-Heinz Rummenigge. Mit einem Kopfballtor nach einer Ecke. Da sehen wir uns. So, mal schön, dass es so Kamera läuft. Damit wir nochmal vom Nahen sehen. Sagt ihr, ist das gelungen oder nicht? Gerd Müller ist auf jeden Fall safe gut gelungen. Rummenigge, ich weiß gar nicht mehr, wie der früher aussah.
Weil ich glaube, der hatte schon ein paar Locken gehabt. Ja, also, man muss sagen, Jungs, Ingame-Faces sind schon gut gemacht. Und hier, ja, ein schönes Kopfballtor. Wieder ohne Chance. Ja, Van der Sar ohne Chance. Hier haben wir wieder einen Ballverlust, einen dummen Ballverlust. Wenn jetzt Deutschland es schnell macht, könnten die eine gute Chance rausspielen. An die Bremer auch sehr, sehr aktiv. Nochmal auf Klose. Jetzt nochmal wieder die Flanke. Nein. Oh, das war sehr, sehr gefährlich. Ich glaube, der Lothar hat sich da reingeschlichen, kam zum Kopfball. Aber Van der Sar war diesmal auf dem Posten. Deutschland trotzdem noch im Ballbesitz. Hier wieder der gute Klose. Schon gut abgeschirmt auf Lothar Matthäus. Ah, okay. Sehr gut rausgespielt, aber ja, leider nicht perfekt abgeschlossen. Oh, der war doch dran, der gute Van der Sar. Oder? Hä? Ja, moin. Oh, wir haben den nächsten Wechsel. Habt ihr gerade gesehen? Edgar Davids reingekommen. Der hat aber leider nicht die Brille. Das wurde aber nicht gut programmiert. Reikert geht raus, Edgar Davids kam rein. Wo ist denn hier die Brille, Mann? Das ist vielleicht nur die Baby-Version oder die mittlere Version. Ich glaube, die Prime-Version hat nur die Brille auf. Ich denke, wie bei Yashin wird das so sein, falls er mal irgendwann zu FIFA kommen sollte. Jetzt aber vielleicht direkt die... ja, die Antwort von der Niederlande. Ah, nicht stark genug abgeschlossen. Edgar Davids jetzt. Van Basten, Edgar Davids mit der Flanke. Oh, Kluivert. Ah, schade, guter Versuch. Elfmeter. Was? Beckenbauer verursacht hier einen Elfmeter oder was? Das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Das müssen wir jetzt in der Video mal schauen. Ellbogen ins Gesicht? Was, ein Ellbogen ins Gesicht? Ich habe es jetzt nicht wirklich gesehen, was da passiert ist. Also sah nach einem Ellbogen ins Gesicht aus. Oh, jetzt hat Johan Cruyff die Chance gegen Oliver Kahn, den Titan, auszugleichen. In der 90. Oliver Kahn! Der Titan hält in der 90. gegen Johan Cruyff. Alter, Jungs, guckt euch das an. So kannte man den guten Olli. Boah, er streckt sich hier und hält hier den Elfer. Aber noch ist alles möglich. Wir haben jetzt die Nachspielzeit. Die letzte Chance vielleicht. Und da ist wieder der Titan. Fängt sich hier den Ball. Wird natürlich jetzt wahrscheinlich bis in die Uhr runterlaufen lassen. Ja, schön nochmal hier auf den Philipp. Und wenn Deutschland das jetzt hier intelligent spielt, haben sie das Spiel gewonnen. Schweini, ja, das machen die gut. Das ist, glaube ich, schon Game. Das ist Game, Jungs. Das ist die virtuelle Revanche dafür, dass jetzt vor ein paar Tagen die Niederlande gegen Deutschland 4-2 gewonnen hat. All-Time-Deutschland-Team gegen All-Time-Niederlande. Da seht ihr nochmal den guten Olli. Sag mal ehrlich, das könnte eine gute Baby-Version von ihm sein, wie er aussieht. Da sehen wir nochmal den guten Philipp Lahm. Ja, Gerd Müller hier mit Overmars in Talk. Also schreibt mal rein, ob das euch gefällt. Mir macht das eigentlich echt Spaß. Es ist viel Aufwand. Aber es macht echt Spaß, sowas mal zu sehen. Damit war's von der nächsten Folge FIFA 19 Experiment. Wie gesagt, wenn es euch gefällt, kann ich hier und da mal wieder, wenn ich Zeit habe, die nächste Folge droppen. Ich glaube, AC Milan gegen Inter Mailand war sehr, sehr beliebt. Ich werde mal schauen, ob ich da genug Ikona und geile Spieler finden werde. Und hier nochmal im Hintergrund. Oh, was für ein Ding von Gerd Müller, Jungs. Eieieiei. Ja, macht Spaß auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach unten da. Schreibt mir noch weitere Vorschläge. Wie gesagt, AC Milan gegen Inter Mailand, da schaue ich mal rein, ob ich gute Spieler finde. Und dann, ja, war es das von der heutigen Folge. Und noch eine kleine Ankündigung. Morgen, also wenn das Video rauskommt, morgen wird wahrscheinlich ein Pro Evolution Soccer Livestream online gehen. Ich will das mal austesten, My Club, wie das so ist. Da gibt es ja richtig coole Ikonen, die es nicht in FIFA gibt. Oliver Kahn, Jisun Park, ja, Ashavin. Da will ich das mal testen, die Zeit bis FIFA rauskommt. Könnt ihr gerne mit einschalten. Späten Nachmittag, abends werde ich nämlich online kommen. Und dann würde ich sagen, das war's von euer KC. Lasst Liebe da und dann bis dann. Ciao.